Ich antworte gewissenhaft auf eine Frage. Nee, das sind sogar drei, glaube ich. Also Andreas Wetzel, 1732, hat geschrieben gestern Abend: Wenn ich gelassen sein will, kommen mir alle Gedanken, die mich beschäftigen. Das ist so. Und den Umgang damit lernt man langsam. Ist auch gut. Ist aber ein eigenes Thema. Das ist unter dem Thema Affengeist. Also das alleine, das ist schon eine ganze, also das ist ein Hauptteil der Meditation, sich damit auseinanderzusetzen. Das kommt auch nochmal. Also das ist die erste. Ich weiß nicht, wie sich das Gelassensein bei mir anfühlt. Okay. Deswegen warte, also deswegen ist das nicht begrenzt auf das Sitzen, wo auch immer, kommt gleich, auf dem Kissen, auf dem Stuhl, sondern auch im Alltag oder eben bei deinen Übungen, im Stehen, im Gehen. Also Gehmeditation zum Beispiel ist eins aus diesem Zusammenhang. Ich selber mache ja Qigong und die 24er Peking-Form Tai Chi als Ausbildungsmeister auf der Wiese. Aber auch hier auf dem YouTube-Channels. Das ist der andere Aspekt. Deswegen meine ich, das gehört zusammen. Meditation und diese Bewegung. Ja, dass man immer mehr fühlt, wie sich das anfühlt, wenn ich mich bewege und wie sich Stimmungen anfühlen. Und das ist im Alltag einfacher, als wenn man das so intensiv auf dem Kissen oder auf dem Stuhl sitzend mitkriegt. Und dann ist, also es sind jeweils sind das einzelne Riesenthemen, da kann man wirklich ewig sich mit auseinandersetzen. Dieses, wie sich etwas anfühlt, ist auch eine Praxis. Also das ist auch nie, also das Beschäftigen mit dem Affengeist ist Praxis, niemals fertig. Die Beschäftigung mit, wie fühlen sich Stimmungen in mir an, auch endlos. Beides wird besser, aber niemals fertig. Das ist ein Riesenunterschied zu dem, wie wir eigentlich erwarten, dass etwas ist. Ich beschäftige etwas, mich mit etwas und dann habe ich das Ergebnis und dann ist das fertig. Nee, das ist eine Praxis. Und dann kann man damit gelassen umgehen. Also kleine Schritte in die Richtung mitzukriegen bei sich. Nicht die absolute Gelassenheit erwarten, sondern einfach zu merken, wow, das ist jetzt mehr verspannt und das ist jetzt entspannter. Ja, das geht in Richtung Gelassenheit. Ne? Also nicht die, das ist ein Standardspruch, nicht auf die Blume starren und vergessen, wie das Wachstum der Pflanze, der Rose zum Beispiel oder was auch immer für eine Blume, sondern die gesamte Pflanze, vom Sämling bis zum Wachstum der Pflanze und dann blüht diese Pflanze ja nur kurzzeitig und dann vergehen die Blüten wieder. Und trotzdem, dann kommt die Frucht und so weiter. Es ist nicht nur die Blüte. Also das Drumherum auch wahrnehmen, Umgelassenheit. Es ist auch ein endloses Thema, deswegen aufmerksam auch im Alltag dafür zu sein, wie fühlt sich das an, sofern man dafür Zeit aufwenden kann, das wird besser. Und dann eben auch die Intentionsrichtung, ich möchte mehr Gelassenheit und das ist weniger gelassen, so sind die Umgebungsumstände, um Gelassenheit herbeizuführen. Das nächste ist Standard, reicht ein Stuhl zum Sitzen? Ja, 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 ja. Reicht. Und besonders wenn du nicht gewohnt bist, also die gesamte, ich sag's nochmal, reicht ein Stuhl zum Sitzen mit den Beinen hängend oder muss man im Schneidersitz sitzen? Ne? Besonders wenn du eben nicht gewohnt bist, auf der Erde zu sitzen, musst du nicht auf der Erde sitzen.
Wichtig ist eben, das habe ich aber in den noch den vorhergehenden Nicht-Einführungen gesagt, guckt ihr die an oder guckt euch die an, das ist ja eine FAQ jetzt. Ihr müsst nicht auf der Erde sitzen, wenn das für euch ungewohnt ist. Ihr solltet aufrecht sitzen, dass ihr frei atmen könnt, aber das ist auch wieder Gefühl, wie fühlt sich das an, wenn ich frei atmen kann, das wird auch mit der Zeit besser. Und wenn ihr merkt, das ist mir zu anstrengend für den Rücken, ich möchte mich anlehnen, dann lehnt euch an. Nur nicht in so einen Hängestuhl, sondern wirklich, dann lehnt euch eben an. Ja, mache ich auch. Ich lehne mich an. Ich muss nicht immer sowas. Meditationskissen, das findest du im Internet. Meditationskissen, endlos. Gibt es auch Meditationsbänkchen, besonders wenn du nicht gewohnt bist und auf der Erde zu sitzen und trotzdem das aber machen möchtest, dann teste vorher gerollte Handtücher, um die Höhe festzustellen, was angenehm ist, auch wie du die Beine machst. Ich nehme Schneidersitz, ist das bei mir nicht, das nennt sich burmesisch. Ein Fuß vor dem anderen. Besonders wenn das eine Knie weiter reinkommen kann als das andere, dann hast du zwar eine Asymmetrie beim Sitzen immer. Ist dann so. Mach dir da nicht so viel Kopf von. Vielleicht mache ich noch einen Link zu einem Laden, den ich selber ganz gut fand, aber das ist bei mir auch ewig her. Ich habe mir sogar schon welche selber gemacht. Eher einen Meditationskissen, also so ein Lumpensack. Einfach einen Sack aus richtig festen Stoff und dann altes Zeug reingeschmissen und mich draufgesetzt. Ich habe jetzt gar kein Kissen zum Draufsitzen. Also doch einen dicken, aber der ist eben. Okay, auf die Schnelle, damit ich überhaupt mal drauf geantwortet habe. Aber jetzt sitze ich für mich 45 Minuten rum. Das schneiden wir vielleicht sogar. Mal schauen.